willkommen zu unserer vierten Turnstunde. Das heutige Thema heißt Fußgymnastik. Wir zeigen dir, wie du schon mit wenig Aufwand deine Fußmuskulatur stärken kannst. Die Dauer der Übungen kannst du selbst wählen. Je länger, desto besser. Zuerst wärmen wir unsere Füße einmal auf. Gehe auf deine Zehenspitzen und mach dich ganz groß. Nun versuche so zu gehen. Stelle dich nun auf deine Fersen und versuche so zu gehen. Diese Übungen solltest du zu Hause natürlich länger machen als wir auf dem Video jetzt. Jetzt stelle dich auf die Innenkante deiner Füße und versuche dich so fortzubewegen. Das sieht recht komisch aus. Nun probiere es auf der Außenkante deiner Füße. Führe diese Übungen langsam durch. Die nächste Übung heißt Raupengang. Ziehe dich nun mit deinen Zehen nach vorne. Die letzte Übung unseres Aufwärmprogramms ist der Einbeinstand. Stelle dich auf ein Bein und hebe das Knie. Versuche nun ganz ruhig stehen zu bleiben. Wenn du kannst, versuche auch die Augen zu schließen. Nun wechsle auf das andere Bein. Zuerst mit geöffneten Augen und dann schließen. Sehr gut. Wir haben uns nun ein paar Spiele zur Kräftigung der Fußmuskulatur überlegt. Beim ersten Spiel sollst du versuchen, möglichst viele Dinge in einen Topf einzusammeln. Dafür haben wir Haarringe, Schleichtiere, Bälle aus Zeitungspapier und Socken verwendet. Los geht's, Mädels! Ihr könnt das zuerst einmal versuchen und dann noch um die Wette spielen. Spitze. Gut gemacht. Hoppala. Und weg. Das nächste Spiel heißt Becher stapeln. Du sollst nun versuchen, einen möglichst hohen Stapel aus Bechern aufzustellen, ohne ihn umzuwerfen. Wie viele Becher schaffst du? Los geht's! Dabei wird auch gut die Zehenmuskulatur trainiert. Das klappt schon hervorragend. Super. Jetzt brauchst du ein Papier und einen Stift. Wir haben das Papier mit Dixo-Streifen am Boden befestigt. Nun zwicke den Stift zwischen deine Zehen ein und versuche ein Bild zu malen oder sogar deinen Namen zu schreiben. Einmal mit dem linken Fuß und dann auch mit dem anderen Fuß. Gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich kann schon Isabel und Emil lesen. Sehr gut. Bei den nächsten Übungen
sollst du über verschiedene Dinge und Untergründe langsam balancieren. Wir haben uns hier einen kleinen Parcours mit Ideen für dich überlegt. Dazu haben wir Klopapierrollen, Zeitungspapier verwendet, einen Polster, eine Lego-Platte, Verpackungsmaterial, ein Handtuch und Wollknäuel. Isabel und Emilia bauen den Parcours nun auf. Du kannst dir natürlich auch andere Dinge überlegen, über die du balancieren kannst. Geht schon los! Versuche nun möglichst langsam den Parcours zu durchqueren, sodass du alle Untergründe gut spürst. Wenn du dir ganz sicher bist, kannst du dir auch die Augen dazu verbinden. Zum Abschluss unserer heutigen Bewegungseinheit haben wir uns eine angenehme Fußmassage überlegt. Dazu kannst du einen Tennisball oder auch einen Trocknerball verwenden. Nimm den Ball unter die Füße und rolle dabei die Fußsohlen gut aus. Zuerst den rechten Fuß, dann den linken Fuß, abwechselnd. Du kannst nun auch Achter, Vierecke oder andere Formen rollen. Diese Übungen kannst du wieder zwischen deinen Lernzeiten gut einbauen. Liebe Isabel und Emilia, jetzt müssen wir natürlich alles wieder aufräumen. Bis morgen!